Es ist mal wieder Gurkenzeit und da ich meine eigenen Gurkenpflanzen habe, habe ich auch reichlich Gurken zum Einlegen. Am liebsten lege ich meine Snack- und Bauerngurken als Gewürzgurkensticks ein. Wie man die leckersten Gewürzgurkensticks einlegt und was man dafür benötigt, das erfahrt ihr in diesem Video. Ich bin Kalle und ihr seid bei Kochst du mit Kalle. Herzlich willkommen! Für die Gewürzgurkensticks benötigt man 500 Gramm Snack- oder Bauerngurken, 250 Milliliter Essig, zum Beispiel Weißweinessig oder Apfelessig, 200 Milliliter Wasser, 1 Esslöffel Salz, 3 Esslöffel Zucker, Gewürze wie Dill, Senfkörner, Pfefferkörner, Knoblauch, Zwiebeln, Lorbeerblätter und Wacholderbeeren und natürlich 4 heiß ausgespülte Gläser mit Schraubverschluss, in die Gurkensticks dann reinkommen. Für 4 kleine Gläser à 175 Milliliter Fassungsvermögen reicht eine halbe Zwiebel. Die halbe in Streifen geschnittene Zwiebel verteile ich dann auf die 4 Gläser. Hier könnt ihr sehen, der Boden ist leicht bedeckt, das reicht für die 4 Gläser. Dann zupfe ich 2-3 Stängelchen Dill von den Stielen ab und verteile sie ebenfalls auf die Gläser. Außerdem verteile ich auf die Gläser jeweils 2 Wacholderbeeren, 4 Körner schwarzer Pfeffer, einen Viertel Teelöffel Senfkörner, je ein Viertel eines Lorbeerblattes und auf jedes Glas eine Prise Knoblauchgranulat. Für den Sud setze ich Essig mit dem Wasser, dem Salz und dem Zucker zusammen an. Da fehlt ja noch was. Ach ja, klar, die Gurkensticks. Von den Gurken entferne ich Stiel- und Blütenansatz, schneide sie in der Hälfte durch, halbiere dann diese Hälfte noch einmal und mache daraus Gurkensticks. Wenn der Sud einmal aufgekocht, Salz und Zucker sich aufgelöst haben, wird der Sud auf die Gläser verteilt. Dann die Gläser mit den Deckeln fest verschließen. Wenn die Gläser kühl und dunkel gelagert werden, halten sie einige Wochen. Ich bin ja so ein Angstfuß, deswegen koche ich meine Gläser immer noch mal ein. In einem Topf bei 90 Grad für 15 Minuten. Den restlichen Dill habe ich im Übrigen dann fein geschnitten und eingefroren. Wenn die Einkochzeit vorbei ist, hebe ich die Gläser aus dem Wasser, damit sie besser und schneller abkühlen. Dann noch beschriften und fertig sind die Gewürzgurkensticks. Was ich sonst noch so einlege und einkoche, das könnt ihr in dieser Playlist hier oben sehen. Das war's von mir bis hier. Tschüss, euer Kalle.